Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heuchela und heute bin ich mal nicht für euch in World of Warcraft unterwegs, sondern wir sind hier auf einer Webseite und die schimpft sich Data for Azeroth und das soll die erste Folge von einer kleinen neuen Serie werden. Ich möchte mir nämlich ein paar Seiten mit euch zusammen angucken, beziehungsweise die so ein bisschen vorstellen, die ich rund um den WoW-Kosmos nutze und die vielleicht für den einen oder anderen von euch auch interessant sein könnten. Die erste Seite, die ich mir anschauen will, wurde auch schon öfter im Stream nachgefragt, weil ich die doch regelmäßig da am Nutzen bin. Und hier möchte ich mal so ein bisschen ausführlicher erklären, was ist das für eine Seite, was kann man darauf sich anschauen und für wen ist das vielleicht auch was. Als allererstes gesagt, Data for Azeroth ist einfach eine Ranking-Seite für alle möglichen Sachen, die man im Spiel sammeln kann. Von Achievements über Pets, über Heldentaten, über Quests, über Appearance, über irgendwelche Altscores, PvP, Honor-Level und diversem. Also es gibt alles, was man irgendwie sammeln kann, wo man sich dann irgendwie auch vielleicht mit anderen vergleichen kann. Das findet auf dieser Seite statt, wo man einfach dann so ein bisschen gucken kann, okay, wo stehe ich? Was kann ich vielleicht auch noch farmen? Auch das wird hier zum Teil angezeigt. Man kann hier auch ein bisschen nachschauen, okay, was fehlt mir noch? Was kann ich noch holen? Aber zum großen Teil ist das einfach eine Ranking-Seite. Und ich würde sagen, wir machen mal den Vollbild-Modus aus und gucken uns das mal ein bisschen im Detail an. Und zwar, die Seite schimpft sich dataforazeroth.com und dann habe ich jetzt hier Charakter EU Antonidas Tela, das ist mein Char, den habe ich ausgewählt. Ja. Ich werde euch, wenn ich es nicht vergesse, weist mich darauf hin, falls ich es vergessen sollte, auch die Seite einmal verlinken. Sonst könnt ihr hier oben einfach Data for Azeroth eingeben und dann müsstet ihr es auch finden. Gut, als allererstes, was haben wir hier auf der Seite? Wir haben hier oben ein Suchefenster mit Server bzw. Namen. Hier einfach, schau, ich habe mich gesucht und ich habe auch Maß von Gold gesucht, was der so hat. Und dann könnt ihr hier quasi euren Server auswählen und dann euren Charakternamen eintragen. Könnt ihr suchen und dann kommt ihr auf die Übersicht, die ich jetzt hier habe für meinen Charakter. Und hier seht ihr jetzt, wir haben hier oben verschiedene Reiter und zwar haben wir einen Reiter für Account Ranking und dann haben wir einen Reiter für Charakter Rating, Ranking. Was ist der Unterschied? Account nimmt quasi alle Sachen auf dem kompletten Account rein und Charakter nimmt nur die Sachen, die ihr auf einem Charakter haben könnt. Wenn man es jetzt an einem einfachen Beispiel von den Mounts macht, bei Charakter Ranking vergleicht es nur alle einzelnen Charaktere, zum Beispiel mein Druid auf Ali-Seite kann natürlich nur Druid-Mounts reiten und nur Mounts, die von der Allianz sind, von der Horde nicht. Deswegen ist Charakter-Ranking eine andere Geschichte als Account-Ranking. Bei Account-Ranking zählt dann alles mit rein. Also heißt auch alle Horden-Mounts, alle Class-Mounts von irgendwelchen Paladinen und Hexenmeistern und was es da noch alles für Klassen gibt. Mittlerweile hat, glaube ich, jede Klasse einen Class-Mount. Ja. Also außer der Druid, weil beim Druid ist es eine Gestalt, aber dazu wollen wir uns jetzt nicht aufregen, sondern uns das weiter ein bisschen angucken. Und was wir dann weiter hier noch für Reiter haben, sind einzelne Sammelsachen, wo wir dann angezeigt bekommen, okay, was für Achievements habe ich, welche brauche ich noch. Wir können jetzt mal kurz reinklicken, wir werden uns das aber nachher nochmal genauer angucken. Da können wir dann auch auswählen, was habe ich schon collected, wird mir alles angezeigt, was habe ich vielleicht auch an einem Twink gesammelt, was habe ich, wenn wir es jetzt mal rausmachen, noch nicht gesammelt, was ist nicht mehr sammelbar, weil es unobtainable ist, wurde vielleicht auch rausgepatcht und solche Sachen. Also man hat hier halt eine relativ große Auswahl an Sachen, die man auch nachgucken kann. Wenn wir uns nachher vielleicht im Detail angucken, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns erstmal an, was es alles für verschiedene Rankings gibt. Und ja, da starten wir mal mit den Account Rankings. Und zwar bei den Account Rankings haben wir als erstes den Komplettist Score. Das ist ein Score, der sich aus allen anderen Rankings zusammensetzt. Heißt, wir haben alle möglichen Rankings hier und eine, ja, die werden alle zusammengerechnet. Und was ihr dann overall bei allen habt, ist dann quasi euer Komplettist Score. Und dieser Score, ja, das kann halt sein, dass ihr manche Sachen von diesem Zeug nicht farmt. Dementsprechend seid ihr da vielleicht niedriger, obwohl ihr unter bei bestimmten Unterkategorien relativ hoch seid. Da ist auch tatsächlich nicht alles drin. Ich glaube, der Old Score ist da nicht drin und Honor Level und Honorable Kills, die sind da, glaube ich, nicht drin. Aber die meisten anderen Sachen sind da tatsächlich mit drin. Ist aber nur für euch relevant, wenn ihr wirklich da, ja, das Bedürfnis habt, möglichst hoch zu sein. Aber für die Leute, die sich es jetzt erstmal anschauen wollen, nehmt es einfach mal hin. Das ist jetzt der Overall Score. Und da kann man jetzt mal reinschauen. Hier wird jetzt mir in der Vorübersicht angezeigt mein Server, auf den ich bin, dann die Region, also EU, und dann
der World Score. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier reinklicken, dann seht ihr, hat man hier so ein schönes Ranking und dort kann man dementsprechend dann durchscrollen und sich die einzelnen Leute angucken. Und ich kann auch zum Beispiel sagen, okay, Hugh, der erste Typ, der gaulisch, das ist ein krasser Typ und ich schaue mir seine kompletten Sachen an. Und der ist bei vielen natürlich relativ, bei vielen Sachen relativ weit oben. Klar, wenn er 1 auf dem Komplettscore ist, dann muss er tatsächlich relativ gut aufgestellt sein. Genau, und das ist quasi so ein bisschen der Aufbau von der Seite. Wir gehen jetzt mal wieder zurück auf mich, um einfach da so ein bisschen das weiter durchzugucken. Genau, das ist das erste, der Completist-Score. Dann haben wir Achievement Points, das ist das zweite. Und ja, hier sieht es sehr gut aus, da bin ich überall auf Platz 1. Ihr wisst, ich habe alle Erfolge erspielt. Und hier checkt, warum ich das jetzt extra nochmal ein bisschen mehr ausführe, hier checkt die Seite, okay, ich habe Horden-Chars und ich habe Ali-Chars, also die Seite checkt im großen Stil tatsächlich, was sind meine Twinks und rechnet mir dann die paar Horden-Achievements drauf. Normalerweise kann die Allianz, hat glaube ich 30 Achievements, 40 Achievements, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, weniger als die Horde, was ein bisschen kacke ist. Die Seite checkt das tatsächlich und schlägt die oben drauf. Manchmal scannt das nicht ganz. Manchmal muss man seine Twinks einzeln suchen. Wenn die einmal gesucht werden, dann werden die quasi abgespeichert von der Seite. Muss nämlich hier an der Stelle dazu sagen, nicht hundertprozentig von allen Chars sind hier drin, sondern meistens nur Chars in Gilden, die aktiv sind, werden hier abgelegt, beziehungsweise Chars, die gesucht wurden. Ja? Dementsprechend ist es nicht 100%, also denkt nicht 100% aller Spiele ab, aber die allermeisten zumindest. Ja? Und wenn ihr hier auftauchen wollt, müsst ihr euch halt selber einmal suchen und dann seid ihr auf jeden Fall mit dabei. Genau, wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal auf die Achievements gehen, seht ihr, ich bin mit ein paar anderen Spielern auf Platz 1, also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Leute haben im Moment alle Erfolge im Spiel. Und die listet hier auf und ihr seht, hier fängt er dann erst an mit Spieler Nummer 12 weiter zu rechnen. Okay, also wir hätten uns das gar nicht ausrechnen müssen, weil hier sieht man es dann ganz gut, wie das stattfindet. Also nicht nur der allererste, der alle Achievements hatte, wird auf Nummer 1 gesetzt, sondern alle, die gleich viele haben auch. Bloß der erste, der es hatte, steht halt ganz oben. Ich war halt jetzt anscheinend der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, der in dem Fall jetzt alle Achievements im Pre-Patch hatte. Im Pre-Patch kamen, glaube ich, 5 Erfolge dazu, die man schon dort machen konnte. Und dementsprechend ja, habe ich mir die halt dann nicht gleich am ersten Tag geholt. Ich hätte wahrscheinlich auch versuchen können, im Pre-Patch alle Achievements gleich am Anfang zu holen. Obwohl, US hat, glaube ich, einen Tag früher, ne? Wäre wahrscheinlich schwierig geworden. Naja, ist ja auch egal. Genau. Dann schauen wir uns das nächste an. Da haben wir quasi die Heldentaten. Feats of Strength ist das. Das sind einfach die Geschichten, die keine Punkte bringen. Ihr kennt ja, eine Heldentat bekommt man immer dann bei einer Geschichte, die irgendwann rausgepatcht wird. Meistens werden dann die Achievements zu Heldentaten oder Sachen, die nur wenige Leute erreichen können zum Beispiel. Sind es so Sachen, wenn ihr jetzt irgendeinen Mythic-Boss killt, bevor der nächste Raid aufmacht, dann gibt es dann das normale Achievement für Kill den Boss. Das gibt es dann 5 Expansions später auch noch. Und dann gibt es aber die Heldentat, okay, du hast ihn gekillt, bevor der nächste Raid aufgemacht hat. Und das sind immer Heldentaten. Auch zum Beispiel früher gab es der erste, der Level 70 war, oder nee, Level 70 gab es wahrscheinlich keine Heldentaten, weil Achievements-System kam erst mit Wrath of the Lich King rein. Also wahrscheinlich war dann der erste, der auf dem Server Stufe 80 war, der erste Hunter, der erste Rogue und so. Das sind alles Heldentaten. Da gibt es sehr, sehr viele und es gibt, denke ich, also es kann gar keinen Spieler geben, der alle Heldentaten hat, weil, wie gesagt, es gibt sehr viele Heldentaten für verschiedene Klassen, gibt für verschiedene Berufe und solche Sachen und dementsprechend, ja, ist das auch ein bisschen schwierig, da möglichst alle zu farmen, aber man kann zumindest versuchen, möglichst viele mitzunehmen. Ich habe jetzt hier 605 Stück insgesamt, bin da gar nicht mal so gut dabei auf Antonidas tatsächlich bloß, Nummer 6 und weltweit nur 165, das ist jetzt nicht so krass, aber wie gesagt, so viele Heldentaten tatsächlich habe ich gar nicht. Dann das nächste, was wir haben, klar, was für Sammler auch immer interessant ist, sind die Mounts. Und hier ist jetzt der Account-Modus und ich bin jetzt bei 714 Mounts, die angezeigt werden. Das sind alle Mounts, sowohl Horde, Allianz, alle möglichen Class-Mounts, das ist einfach alles drin. Wenn wir jetzt da zum Beispiel mal draufklicken, gibt es ein paar Leute, die jetzt ein gutes Stück mehr Mounts als ich haben. Zum Beispiel der Wurzelstange, den kenne ich unter anderem auch im Stream gesprochen. Der hat mir erzählt, er hat wirklich über 20 Gladiator-Mounts. Ne? Und ich habe halt mir zwar alle Mounts zusammengefarmt in Game bis
Gut, jetzt die Shadowlands-Sachen habe ich noch nicht, ne, weil die kann man noch nicht farmen, wenn das Video noch vor Shadowlands aufgenommen ist. Aber zumindest alle Mounts bis Shadowlands habe ich mir geholt, die man in-game sich holen kann. Aber leider nicht jede Season den Gladiator-Drachen geholt. Das hat er gemacht, hat sich die ganzen Mounts zusätzlich noch geholt und dementsprechend ist er ein gutes Stück nochmal hoch, also höher. Und da seht ihr, sind einige Leute dabei, die relativ viele Mounts sich gefarmt haben. Genau, dann gucken wir mal ins nächste Ranking rein. Das sind dann die Pets. Und zwar ist das einfach die schiere Anzahl an Pet Battle Pets, die ihr in eurem Journal habt. Ich bin jetzt bei 100, nee, 1268. Das sind übrigens die einzigartigen. Oh, warte mal, ich muss runterscrollen, sonst seht ihr das gar nicht. Hier 1268 habe ich da zum Beispiel. Das sind die einzigartigen Pets. Und ihr seht, sehr viele haben hier die gleiche Anzahl. Es gibt dann hier zwei, die zwei mehr haben, und dann gibt es einen, der hat sogar vier mehr. Der muss wahrscheinlich, also mir fehlen in-game eigentlich keine Pets mehr. Das einzige, was ich mir noch holen kann, ist das Tyrael Pet von irgendeinem so Turnier, das, keine Ahnung, Anfang der 2000er mal in Paris stattfand, und dann noch das von der ersten BlizzCon, ne? Aber es gibt dann auch Pets von so im China iCode Codes quasi, also da gab es in irgendwelchen Colaflaschen Codes, die aber dann nur in China oder in Korea oder so vergeben wurden. Solche Pets gibt es auch noch. Wahrscheinlich wird der davon irgendwas haben. Oder es gab damals auch Pets, die man zu Classic oder Burning Crusade auf irgendwelchen Webseiten durch irgendwelche Gewinnspiele gewinnen konnte und sowas. Also da könnte man sich theoretisch bei dem Typen auch jetzt angucken, was er genau hat, welche ihm dann noch fehlen. Was dann ganz interessant ist, aber das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen. Wenn wir jetzt hier noch in die Pets rein gehen, dann könnten wir hier schauen, was hat er collected oder was fehlt ihm vor allem noch. Das wäre vielleicht das Interessantere. Ah, not collected, unobtainables. Und dann kann ich es mit meinen Pets quasi vergleichen, welche er dann hat und welche ich dann habe. Wir könnten das auch mal jetzt an der Stelle schnell machen. Moment, dann gehen wir mal kurz zurück. Und Pets zum Beispiel, wo haben wir mich? Machen wir das mal an dem einen Beispiel. Jetzt gehe ich bei mir auch mal bei Unobtainables rein und dann können wir einfach hier mal gucken, was er hat, was ich habe und welche mir dann zum Beispiel noch fehlen. Also seht ihr, bei ihm sind tatsächlich hier nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Unobtainables drin und ich habe dann noch eine Leiste mehr, also insgesamt vier mehr. Jetzt müssen wir mal gucken. Gurki, ah, den hat er. Also das Pad hat er schon mal. Das ist anscheinend ein, seht ihr, Gurki EU Fan Side Promotion Pad zum Beispiel. Sowas. Und dann wird er noch ein paar, ein, zwei andere haben, die mir fehlen. Den hat er auch. Polly hat er auch. Mini-Tyrael, Murky. Fehlt ihm auch noch. Murky hat, ah, Murky hat er noch. Wo kriegst du Murky her? Das war das von der BlizzCon, genau. Na gut, wir brauchen jetzt, glaube ich, nicht wirklich jedes hier raussuchen, aber ihr versteht, was ich meine, ne? Also da kann man dann theoretisch auch raussuchen, okay, warum hat der mehr, wo hat der vielleicht nochmal eins her, kann ich das vielleicht auch noch kriegen? Sowas ist ganz interessant. Dann das nächste ist der Pet Score. Und zwar ist der Pet Score, hängt ziemlich an dem Pet Score dran. Also an dem, klingt jetzt gleich, also an dem Rating quasi für die Pets hängt der Pet Score auch dran. Der Pet Score ist einfach die Anzahl an einzigartigen Pets und dann berücksichtigt das Ganze auch noch die Level. Heißt, wenn ihr sehr viele Level 25er Pets habt, dann zählt es natürlich höher. Also möglichst viele einzigartige 25er Pets kommt ihr relativ weit hoch. Ich habe jetzt die neuen, die ich bekommen habe, noch nicht upgegradet. Also ich glaube, im Pre-Patch habe ich jetzt ein, zwei neue Pets bekommen. Die habe ich noch nicht upgegradet, müsste ich nur machen, dann komme ich vielleicht auch noch ein bisschen höher. Aber natürlich, derjenige, der am meisten Pets hat, wenn er die alle auf 25 hat, wird halt auch der höchste sein, der im Pet-Score ganz oben mitspielt. Ich bin aber nicht schlecht dabei, ich bin Platz 14 overall. Und ihr seht hier, im Endeffekt gibt es einen Platz, zwei Platz, wo hier einige sind, dritter Platz. Und wenn ich das eine Pet, glaube ich, upgrade, das ich jetzt noch nicht abgegradet habe, da habe ich letztens auch ein Video gemacht zu diesem lila Murky Pet, dann müsste ich wahrscheinlich auch in der Masse hier irgendwo mitspielen, schätze ich zumindest mal. Da war ich jetzt noch zu faul, habe es noch nicht abgegradet, geholt habe ich es mir zumindest schon mal. Genau, dann schauen wir mal weiter, dann haben wir hier noch Titel, das sind einfach also die Anzahl an Titel, die ihr auf dem Account habt. Da wundert es mich gerade, dass ich relativ weit oben bin, weil ich zwar auf der Allianz-Seite
denke ich, fast alle Titel haben müsste, aber auf der Hordenseite die meisten Titel nicht habe. Das eigentlich, warum bin ich denn da so hoch? Das wundert mich jetzt tatsächlich. World 15. Ich habe zwar auch Horden-Chars, aber die habe ich nie so aktiv gespielt wie die Allianz-Chars. Deswegen wundert mich das jetzt tatsächlich. Okay, vielleicht werden auch manche übertragen dann auf die andere Fraktion. Das kann sein. Also das sind einfach dann nur die Titel. Ich habe 200, was hat man gesagt, 230 Titel auf dem Account. Das sind sowohl Horde als Allianz. Und der erste A, der Wurzelstange hier wieder, den kennen wir ja, der hat 253. Also der wird wahrscheinlich auch für Horde und der Allianz wirklich alles sich geholt haben, was geht. Da also ist nur ein bisschen Luft nach oben für mich. Das werde ich irgendwann demnächst auch mal angehen. Dann das nächste, was wir haben, ist Reputations. Und hier seht ihr, da bin ich ziemlich weit hinten. Also World 300 ist immer noch eigentlich relativ gut, aber für meine Verhältnisse relativ weit hinten liegt auch wieder einfach daran, dass ich ja die ganzen Ali-Fraktionen zwar auf Ehrfürchtig habe, aber auf der Hornseite nicht. Wir können mal einen kleinen Exkurs machen, wenn ich zum Beispiel hier, wenn ich jetzt mal hier raufgehe auf Reputations, ne, auf Charakter, da gibt es dann auch einen Ranking für den Charakter und da seht ihr, da bin ich auf World 1. Mit dem Main habe ich alle Fraktionen, die man irgendwie auf Ehrfürchtig haben kann, gleichzeitig. Nur halt auf der Hornseite, da sieht es dann noch nicht so rosig aus, werde ich aber dementsprechend irgendwann mal angehen. Dann das nächste, was wir haben, ist Rezepte. Das sind einfach die Berufsrezepte, die man sich holen kann und zwar jetzt hier auch wieder im, ja, im Ranking auf Account-weit, also wirklich alle Berufe, da werden auch wieder Twinks einbezogen. Heißt, sowohl von Alchi über Bergbau, über Schmied, Verzauberkunst, alles drin. Ich bin bei Schmied und Lederer, bei meinem Main bin ich sehr gut aufgestellt. Bei den ganzen anderen Berufen von den Twinks hat es mich jetzt eigentlich bis jetzt weniger interessiert. Dementsprechend World 600 bin ich jetzt hier. Wenn ich jetzt gucken würde, was beim Charakter ist, da bin ich, glaube ich, um einiges besser. Genau, da bin ich World 15 bei den Rezepten. Dahingehend ist es bei den charakterspezifischen Dingen wieder ein bisschen blöd, weil natürlich nicht alle Berufe miteinander vergleichbar sind. Ne, wenn ihr jetzt mit eurem Main Bergbau und Alchi habt, dann hat Bergbau kaum Rezepte und Alchi ist jetzt auch nicht, hat auch nicht so viele Rezepte wie zum Beispiel Schmied und Lederer. Die haben wesentlich mehr Rezepte, weil man halt einfach viel, viel mehr herstellen kann. Deswegen sind diese Rankings auch immer alle mit ein bisschen im Vorbehalt zu betrachten tatsächlich. Also sie sind auch nicht immer hundertprozentig aussagekräftig, aber zumindest man sieht eine Richtung. Ja? Wenn ich jetzt hier reinklicke und mir anschaue, was der Erste an Berufen hat, gucken wir einfach mal bei Rezepten rein. Dann werden wir wahrscheinlich sehen, Collected. Okay, also der hat Juve zum Beispiel. Und was hat er noch? Und der stellt hier Lederer. Also er hat Juve und Lederer. Das scheinen die Berufe zu sein, wo es die meisten Rezepte gibt. Ja? Und dementsprechend, wenn er bei den Berufen alles hat, ist er halt auf Platz 1. Wenn ich habe jetzt zum Beispiel Schmied und Lederer, habe da alle Rezepte, die man soweit kriegen kann. Ein paar fehlen mir, die rausgepatcht sind aus dem Classic-Bereich, aber die aktuellen habe ich zumindest alle. Aber da komme ich leider jetzt nicht an den ran, aber zumindest im relativ hohen Bereich kann ich mitspielen. Genau. Also da so auch nochmal ein bisschen der Unterschied zwischen Account und Char spezifisch. Dann das nächste sind Quests. Hier ist jetzt wieder im Account-Modus, sind es halt alle Quests. Ne? Da wird aber nicht gezählt, wenn ihr mit 20 Twinks immer eine Quest nochmal macht. Das zählt hier nicht rein, sondern es sind tatsächlich einzigartige Quests. Heißt, wenn ihr einen Horden-Char und einen Ali-Char habt und wirklich alles durchgequestet habt, und dann müsstet ihr sowohl auf Horde als auch auf Allianz jeweils noch jede Klasse haben, weil es gibt ja auch Class-Quests, ne? Und die zählen auch alle mit rein. Also wenn ihr hier bei diesem Quest-Ding möglichst weit oben haben oder oben sein wollt, dann müsst ihr möglichst beide Fraktionen alles durchquesten und auch die ganzen Class-Quests und dann müsst ihr noch berechnen, es gibt auch noch Berufsquests, da müsst ihr die ganzen Berufe nur abdecken. Also gut, das sind dann, ist dann so ein bisschen die Spitze vom Eisberg, aber ihr seht, hier würde es einiges zu machen geben. Da bin ich auch, wie gesagt, nicht sonderlich gut aufgestellt. World 587 liegt halt auch wieder an der Geschichte mit der Horde, weil ich da zwar Chars hochgespielt habe, aber die meisten habe ich über Dungeons hochgelevelt, kaum gequestet, weil es in meinen Augen ein bisschen ineffizient ist zu questen. Jetzt hat sich, glaube ich, ein bisschen geändert. Jetzt sind Quests tatsächlich gar nicht so schlecht. Müsste aber noch ein bisschen mehr leveln, um da eine fundierte Aussage treffen zu können.
Da können wir auch gleich nochmal reinschauen bei den Charakter-Stats. Mit dem Main habe ich sehr viele Quests gemacht. Und ihr seht, mit meinem Main-Charakter, also auf Allianz gesehen, bin ich sogar World 6 von den Quests. Also bin sehr weit oben mit dabei. Es gibt ein paar Leute, die noch einen Ticken besser sind. Die haben da noch ein paar Quests mehr gemacht. Die werde ich wahrscheinlich nicht mehr rankommen, weil die wahrscheinlich dann auch viele Quests noch mit den Charakteren gemacht haben, die nicht mehr erhältlich sind. Also das sind irgendwelche Classic-Quests, die rausgepatcht sind. Da bist du dann irgendwann an dem Punkt, dass du da nicht aufholen kannst. Aber ist jetzt auch nicht schlimm, ne? Man versucht ja möglichst das zu machen, was geht. Genau, dann haben wir das nächste an Ranking, sind die Toys. Da war ich jetzt lange Zeit Platz 1. Mittlerweile bin ich leider nur noch Platz 2. Hier sind ein paar Leute jetzt höher. Hier hat einer jetzt zwei Toys tatsächlich mehr als ich. Muss ich mal gucken, ob das vielleicht auch Sachen sind, die man jetzt im Pre-Patch holen kann. Eventuell kann ich da nochmal auf 1 weiter hochkommen. Das sind einfach die Spielzeuge im Game. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie liest diese Seite das Ganze aus? Und zwar, es gibt im WoW verschiedene Anknüpfungspunkte. Im Endeffekt liest die Seite vom Armory die Daten aus und das Armory hat zum Beispiel Sachen drin wie Achievements. Und es gibt ein Achievement, da kriegst du einen Mount, wenn du, ich glaube ich, 300 Toys hast. Und dieses Achievement zählt aber im Hintergrund die Toys weiter mit. Heißt, die Seite weiß nicht, was für Toys ich habe, weil Toys werden auf der Armory nicht also sind nicht auslesbar, die werden nicht aufgelistet, sondern es werden zum Beispiel Mounts aufgelistet, es werden Achievements ausgelistet, Pests und so, das kann man ja nachgucken, aber nicht die Toys. Und die Toys zählt einfach immer über das Achievement mit, weil das Blizzard über das Achievement einen einzelnen Tracker hat. Und so funktioniert das tatsächlich auch mit anderen Geschichten, wie zum Beispiel den Rezepten oder den Appearance, ne? Also bei dem Appearance weißt du nie, was für ein Transmog man hat, sondern nur die pure Anzahl, weil es auch ein Achievement gibt mit sammel 100 Brustitems, sammel 100 Schuhe, sammel 100 irgendwas, ne? Und darüber kann die Seite das anscheinend auslesen. Genau. So, dann das nächste sind dann Rezepte, das hat man schon gesprochen. Toys, genau, Appearance waren wir. Bei den Appearance, da ist natürlich auch wieder alles drin. Heißt sowohl alle Waffen, Leder, Stoff, Platte, irgendwelche Hemden, irgendwelche Wappenröcke, also alles, was du irgendwie an Appearance sammeln kannst, ist da drin. Und was vielleicht auch interessant ist für die Leute, die den Score hoch ballern wollen, was ich gesehen habe, es ist auch dieses, was ich es Zweitransmog nenne, auch mit drin. Heißt, ihr habt ein Item, das hat ein bestimmtes Aussehen und dann gibt es aber noch 5, 6 andere Items, die das gleiche Aussehen euch geben. Wenn ihr jetzt eins dieser 5 Items geholt habt und es anlegt, dann lernt ihr diese Transmog-Ding. Aber jedes dieser anderen Items, die dasselbe Aussehen bringen, haben eine eigene ID und werden einzeln als neues Transmog gezählt, obwohl ihr kein neues Aussehen dadurch bekommt. Heißt, wenn ihr diesen Score hochmachen wollt, müsst ihr, oder sagen wir mal hypothetisch, ihr wollt da der Erste werden, dann bräuchtet ihr erstmal alles Transmog von allen Rüstungsklassen, dann auch eigentlich jede Klasse, auch auf beiden Fraktionen, weil es teilweise unterschiedliche Sachen auf den Fraktionen gibt. Und ihr bräuchtet dann nicht nur einmal das Aussehen, sondern wenn es jetzt den Kopf des Falken aus 20 verschiedenen Quellen gibt, bräuchtet ihr alle 20 verschiedenen Quellen und nicht nur einmal das Item. Also seht ihr, wo da der Aufwand liegt. Das ist tatsächlich relativ viel. Ich persönlich habe ja erstmal jetzt angefangen, mir bei meinem Druid, was mein Main ist, einmal das Ledergear zu sammeln. Da habe ich fast alles, aber auch nur das Unique Gear, also sprich das einfache Aussehen. Habe jetzt auch schon ein bisschen angeguckt, gefangen, diese Zweit-Transmog zu holen und mir von Platte, Kette und auch von Stoff so ein bisschen was aus Mahar zu kaufen, aber da habe ich jetzt noch nicht sonderlich viel. Dennoch bin ich jetzt bei 26.000 overall. Mich hätte es tatsächlich interessiert, bei was für einem Vergleichsscore ich bin bei nur Leder, bei nur Erstgear, aber leider gibt es so ein Ranking hier nicht. Einfach deswegen, weil Blizzard nicht die Möglichkeit bietet, das zu filtern. Der Betreiber von der Seite zieht es ja aus dem Achievement raus und da lässt sich halt nur eine Overall-Zahl quasi rausaddieren aus den verschiedenen Unterachievements und da kannst du halt nicht unterscheiden, ist das jetzt Platte, Ketten, ist das jetzt Erst- oder Zweitgear. Das ist ein bisschen schade, aber das ist halt der Thematik geschuldet, ne? Deswegen bin ich jetzt da so ein bisschen weiter drauf eingegangen. Das kann man daraus nicht ermitteln. Hier kannst du wirklich nur eine flatte Zahl bekommen. Wie viel hast du
egal was es an Item ist, an Transmog, an IDs, die werden hier aufaddiert. Nicht die einzelnen Transmogs, sondern die einzelnen IDs werden hier tatsächlich nur aufaddiert. Genau, das ist das. Dann haben wir noch einen Allscore. Der ist im Moment buggy. Im Normalfall sollte dieser Allscore, also bevor der Pre-Patch kam, war der Allscore so, dass er halt deine ganzen Charaktere, die man hat, die Level zusammengerechnet hat und dann hat man halt eine Zahl stehen, 2000, 3000, je nachdem wie viel Chars man hat, und derjenige, der am meisten Chars hat, war halt da oben gestanden. Ich glaube, der Allscore, der ist aber auch nicht hier mit drin, weil jemand, der Multiboxer mit 50 Accounts ist und dann hier sein auf jedem Account die 50 Chars voll macht, der steht halt hier oben. Ja. Beziehungsweise, nee, hier ist der Allscore und da sind einfach nur die Alls an sich. Genau so rum war das. Ich glaube, das waren die Level 60er Alls. Der kam neu rein. Das war der Allscore. Genau, jetzt hatte ich mich vertan. Aber der funktioniert sogar wieder. Das sind nur die Level 60 Charakter. Okay, da habe ich jetzt Käse erzählt. Das haben die anscheinend, seit ich das letzte Mal geguckt habe, hier tatsächlich schon wieder geupdatet. Ah, der Allscore funktioniert tatsächlich. Ich habe jetzt hier 1750 Chars, also Level, jetzt muss ich das mal teilen. Wahrscheinlich hat er nicht alle meine Twinks. Jetzt teile ich das durch 50. Nee, hat gerade mal 35 Chars von mir, also 1750 geteilt durch 50, ne, das sind die Max-Level-Chars, sind 35 gesehen. Die Hälfte meiner, das ist nicht mal die Hälfte, ich habe fast 90 50er Chars habe ich, aber die meisten sind in keiner Gilde und machen aktiv nichts und deswegen werden die hier nicht getrackt. Die stehen nur rum und machen halt irgendwas im Auktionshaus. Ne? Deswegen, wenn man solche Chars quasi hier in das System kriegen will, dann muss man sie einmal suchen oder man muss mit denen irgendwie raiden oder in der Gilde sein, die raidet, dass die hier auftauchen tatsächlich. Genau. Dieser Score wird anscheinend dann wahrscheinlich erst relevant, wenn die Chars auf Max-Level sind, ne? Das sind nur die Max-Level-Chars, aber da noch keiner einen 60er-Char hat. Wir sind jetzt noch hier, wo ich das Video aufnehme, in einem Pre-Event zu Shadowlands und dementsprechend kann noch keiner auf dem Max-Level sein. Dann das letzte ist noch Honor-Level, also die Ehrenstufe. Ich bin jetzt hier 570, ich habe jetzt auch nicht vor, die großartig weiter zu basteln. Ihr wisst, 500 ist das Maximale, was ein Achievement bringt und weiß ich nicht, also das jetzt noch weiter hoch zu basteln, um hier im Ranking höher zu sein, habe ich jetzt persönlich nicht vor. Wir können mal reinschauen, wie hoch der höchste ist. What the fuck, der höchste hat 1984, ne? Das wird halt irgendein Multiboxer sein, der das mit X Chars und Accounts macht. Das ist nämlich Battle.net-Account gebunden. Man kann, meine ich, 8 Accounts auf einem Battle.net-Account haben und theoretisch mit 8 Chars gleichzeitig ihre Farmen, die alle auf einen Pool quasi dann mit addiert werden. Also für Honor-Level lohnen sich auf jeden Fall mehr Accounts. Multiboxen darf man ja jetzt nicht mehr, oder zumindest Multiboxen mit einem Programm darf man jetzt nicht mehr, habe ich ja auch schon ein Video gemacht, wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen schwieriger, das hochzumachen. Das letzte, was wir haben, ist hier Honorable Kills, das sind die ehrenhaften Siege und ja, da habe ich jetzt 662.000. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt die Char-Dinger sind oder ob das jetzt die, ja, das muss Account sein, ne? Zumindest die Chars, die er jetzt von mir gescannt hat. Wahrscheinlich habe ich noch ein paar mehr von den Alls, die er jetzt nicht erwischt hat. Also hier sind auch jetzt nur die Daten drin von den Alls, die er sich automatisch rausgezogen hat. Das ist ganz wichtig. Wobei man sagen muss, die Twinks, die er nicht rausgezogen hat, sind halt irgendwelche Gammel-Twinks, die halt in der Hauptstadt rumstehen, nichts machen und halt ein paar Berufssachen reinstellen. Also da wird jetzt nicht mehr viel mehr rumkommen. Wahrscheinlich ein paar Kills hier, aber das wird jetzt nicht im großen Stil das nach oben treiben, schätze ich jetzt mal. Weil mit den Twinks mache ich halt eh nicht viel. Ja? Die haben vielleicht beim Leveln mal 30 Leute gekillt oder 100 und dann ist auch gut. Ja? Also das wird den Score jetzt nicht mehr krass nach oben hauen. Das höchste Achievement ist, glaube ich, 500.000, oder? Irre ich mich gerade? Oder waren nur 250.000? Nee, ich glaube, es gab ein 500.000 ehrenhafte Siege Achievement. Also hier werde ich auch nicht mehr hochfarmen. Das sind halt die Sachen, die nebenbei anfallen, wenn man halt andere Sachen farmt. Genau. Also das ist jetzt soweit alles, was wir hier im Main-Fenster uns angucken kann. Dann haben wir das gleiche nochmal für Charakter. Da haben wir ja auch schon Sachen angeguckt. Hier gibt es dann nur die Charakter-Mounts, die man auf einem Char haben kann. Dann die Titel, die man nur auf einem Char haben kann. Reputation haben wir ja vorher auch schon geguckt. Ah, schau mal, hier sieht man die ehrenhaften Siege. Auf meinem Main habe ich 361. Habe ich so viele auf Twinks? Ehrlich? Aber ich habe doch mit welchem... Ah, stimmt, mein Hexer, den habe ich ja
drei Expansions gemained, ne? Der wird halt viele haben. Okay, ich wollte gerade sagen, ich dachte, ich habe fast alle auf dem Main, aber anscheinend summieren sich die Twinks tatsächlich auch. Die Quests hatten wir vorher auch drüber gesprochen und über die Rezepte auf dem Char haben wir auch gesprochen. Hier sind we wesentlich weniger Sachen drin, weil es ja wenig Sinn macht, zum Beispiel Achievements-Punkte char-spezifisch zu sehen, weil die ja eher account-wide sind, ne? Und viele andere Sachen sind ja auch account-wide. Genau. Jetzt gucken wir uns die einzelnen Sammlungssachen noch an. Und zwar gibt es jetzt hier quasi eine Liste von den ganzen Achievements, die ich habe. Kann man sich durchgucken. Hier gibt es auch übrigens eine Prozentzahl, wie viele Leute prozentual dieses Achievement haben. Und dann sieht man auch, was ist selten, was ist nicht so selten. Und dann gibt es noch Ally- und Horde-Achievements, die quasi nur die Allianz machen kann oder die nur die Horde machen kann. Und hier siehst du auch, das ist zum Beispiel ein Feast of Strength, also eine Heldentat, die gibt es gar nicht mehr, die ist rausgepatcht. Ja? Also die kannst du nicht mehr kriegen. Das sind so die Symbole. Ich finde, die Collected-Sachen, da kann man da sich jetzt durchklicken. Schau mal, ich habe jetzt hier, da sind ein paar hundert Seiten, die ihr jetzt durchklicken könnt. Das ist uninteressant, ne? Man kann vielleicht auch noch gucken, okay, was habe ich auf einem Twink geholt? Vielleicht möchte ich das dann nochmal auf Main holen. Und ihr seht, hier auf dem Twink sind die ganzen Sachen geholt, die sind alle als Horde gefleckt. Weil, na klar, auf meinem Ali-Main kann ich die Horde-Achievements nicht holen, ne? Leuchtet ein. Viel interessanter ist Not Collected, also die Sachen, die man nicht gesammelt hat. Bis vor ein paar Wochen war hier gar nichts drin. Jetzt sind halt die ganzen Sachen drin, die zu Shadowlands neu reingekommen sind. Die kann ich noch nicht erspielen, Addon ist noch nicht live. Aber da kann man schon mal so durchgucken. Gut, das könnt ihr jetzt eigentlich auch im Spiel schauen. Ist jetzt nicht so ganz interessant. Interessanter wird es vielleicht, wenn ihr hier so durchschaut und euch einen anderen Spieler anschaut. Was fehlt dem noch? Da ist es interessant bei euch selber. Weiß ich nicht. Und was interessant ist, ist unobtainable, also was man nicht mehr kriegen kann, welche Sachen mal im Spiel waren, die man nie bekommen hat. Und das ist auch eine recht interessante Angelegenheit, da mal durchzuschauen, okay, was habe ich nicht? Zum Beispiel hier gibt es eine Heldentat für das 25er. Den Tribut ran, das war glaube ich in diesem, wie heißt denn das, im komischen Kolosseum in Nord in der dritte Content. Ich bin mit Namen immer so schlecht. PDOK war Prüfung des obersten Kreuzführers, irgendwie sowas. Genau, da durftest du dann glaube ich auch nicht sterben und lauter so eine Sachen. Oder Challenge Master hier von der einen Instanz. Da musste man, glaube ich, der Erste sein oder der mit der besten Zeit und solche Geschichten. Also das sind auch Sachen, die man immer nur temporär hatte. Oder zum Beispiel den Armani-Bären, den habe ich leider auch nicht. Oder Artiesh und lauter so ein Zeug. Dann kann man sich das hier mal ein bisschen durchgucken. Ist recht interessant, was man da hat. Oder hier Cutting Edge, Argus the Unmaker. Das habe ich leider nicht gemacht bei dem Content, weil sich meine Gilde bei Aggramar aufgelöst hat und sowas. Kann man da so ein bisschen gucken. Und dann kann man das hier auch tatsächlich noch ein bisschen filtern. Genau, man kann zum Beispiel sagen, okay, die Hordensachen, die kann ich ja eh nicht holen, die möchte ich rausnehmen. Und die neutralen Sachen, die will ich vielleicht auch rausnehmen, will nur die Allianz-Sachen sehen oder ich will nur die neutralen Sachen sehen. Und dann kann ich auch Sachen rausnehmen von einem gewissen Patch. Zum Beispiel, ah, das ist ja interessant, ich kann 9.0 rausnehmen und dann seht ihr, ich habe alle Achievements, die bis 8. einschließlich 8.3 sind. Und alle Sachen, die 9.0 sind, also heißt Achievements, die jetzt mit Shadowlands kommen, die fehlen mir, ne? Also ich kann dann auch so selektieren. Das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, dass das zum Beispiel geht. Und dann kann ich hier auch noch nach Namen, also im Alphabet sortieren oder nach Rarity. Gut, also die Rarity ist hier überall 0%, weil keiner kann Shadowlands Achievement haben, ne? Also ist klar. Aber vielleicht hier bei den Sachen. Hier zum Beispiel Season 1. Einen Titel, den hätte man kriegen können, den habe ich anscheinend nicht geholt hier. Den haben sogar 18% der Spieler, ne? Oder Patron of War, den habe ich irgendwie auch nicht. Ah, da musste man irgendwie so einen, ich glaube auf Twitch war das, ne? Da musste man irgendwie so ein Tournament angucken, haben sogar 10% der Leute gemacht. Interessant. Oder hier Hand von Nadal, da könnte ich euch eine Story erzählen. Lassen wir jetzt. Hätte ich eigentlich zu Burning Crusade bekommen, aber lief dann schief. Ach, war das ärgerlich. Egal. Genau. Und solche Sachen kann man hier schauen. Und was vielleicht dann auch noch ganz interessant ist, es gibt hier noch ein paar mehr Reiter, zum Beispiel auch dann die Mounts, ne? Also Collected und Old Collected ist jetzt uninteressant, aber vielleicht hier nicht Collected. Und dann können wir ja hier jetzt auch nochmal gucken, dass wir raussuchen, okay, quasi von welcher Quelle kommen die, von irgendwelchen Achievements, Special Currency, von Drops, Reputation, Profession, Promotion, Quests, Vendor und Order. Und hier kannst du dann tatsächlich Sachen,
quasi noch suchen. Und jetzt muss ich mal schauen, ob wir die Fraktion können wir auch auswählen. Und die Expansion können wir auswählen. Genau, ich kann jetzt zum Beispiel Shadowlands rausnehmen. Und dann seht ihr, wenn ich Shadowlands rausnehme, Not Collected. Ah, schau mal an. Mir fehlt anscheinend Legion Class Mount vom Magier. Warum fehlt mir das? Habe ich das nie geholt? Und mir fehlt noch einen Class Mount. Das ist quasi das Run-Ding vom Worgen, aber das buggt, glaube ich, das fehlt jedem. Das kann man sich nicht holen. Das ist ja nur ein Spell und kein Mount an sich. Genau, aber das hier wundert mich gerade. Eigentlich müsste ich die Mage-Class-Mounts haben. Aber okay, anscheinend fehlt da noch was. So, dann können wir hier Unobtainables zum Beispiel noch gucken. Das ist auch immer ganz interessant. Okay, was für Mounts fehlen mir? Und ihr seht, mir fehlen natürlich einige alte Gladiator-Drachen. Und hier sind zum Beispiel irgendwelche aus Classic, ja, Fraktions-Mounts, die man schon lange nicht mehr kriegen kann. Die gab es ganz am Anfang in Classic, dann hat Blizzard die rausgenommen und sowas. Oder der Armani-Bär, das ärgert mich natürlich auch, dass ich mir den damals nicht holen konnte und solche Geschichten. Also das ist interessant, da könnt ihr mal bei euch ein bisschen durchgucken, was für Sachen, die vielleicht auch schon nicht mehr im Game sind oder noch nie im Game waren. Ich glaube, dieser Bengal-Tiger, der war, glaube ich, nie im Spiel, den hat, glaube ich, nur ein einziger Spieler. Ihr seht hier auch 0%, ne, haben den. Das sind dann auch solche Geschichten. Okay, dann schauen wir uns mal den Rest noch an. Da haben wir dann einmal noch Pets, wobei da haben wir ja vorher schon reingeguckt, ne? Auch hier haben wir dann so ein paar Sortierungsmöglichkeiten. Das müssten alles Promotion-Sachen sein, genau, wenn ich da drauf drücke. Promotion ist alles weg. Und wenn wir jetzt hier mal bei Noct Collected schauen, dann seht ihr, ist gar nichts drin. Wenn ich jetzt mal schaue, Expansion, ah, weil Shadowlands draußen ist. Also wenn ich Shadowlands reinklicke, dann kommen natürlich auch wieder einige. Sind 85 Pets anscheinend sogar in Shadowlands, gar nicht so viel, was man sich holen kann. Titel ist dasselbe und da ist es tatsächlich auch ganz interessant, dass ihr dann auch gucken könnt, okay, was sind das vielleicht für Titel, die mir noch fehlen? Die werden ja in-game nicht so einfach angezeigt. Bei den Mounts und Pets sieht man ja meistens in-game, okay, was fehlt mir noch? Hier bei den Titeln ist es interessant und ihr könnt auch auf die Sache draufklicken und das bringt euch dann zu WoW Head. Und dort könnt ihr dann zum Beispiel nachlesen, okay, hier und das ist der und der Titel, den kriegt man da und da durch. Also es ist tatsächlich alles miteinander verknüpft, ne? Mir fehlen jetzt hier auf dem Chart die ganzen Titel Elite, Schamane, Elite Mage, Elite Hunter. Das ist, glaube ich, wenn du im PvP einen bestimmten bestimmtes Rating hast. Und ich habe das halt nur mit dem Druid gemacht, ne? Also Druid habe ich, die anderen habe ich nicht. Aber die kann ich, glaube ich, auf meinem Main auch gar nicht kriegen, weil ein Druid kann halt kein Elite-Rogue werden. Das ist halt einfach so. Und Unobtainable sind halt auch noch ewig viele mit drin. Viele alte Titel, wie jetzt auch zum Beispiel die Hand von Nadal oder einfach viele Gladiator-Sachen. Wild Gladiator, Corrupted, wobei Corrupted müsst ihr eigentlich haben. Ah, das ist die Horden-Version, oder? Also solche Geschichten, genau, die hier noch mit drin sind. Reputations hat man dann hier auch noch. Und zwar, seht ihr, hier habe ich ein paar, die nicht als, die quasi unobtainable sind. Zum Beispiel Syndikat kannst du nicht bekommen. Was ist das? Shanxi Academy? Keine Ahnung, habe ich noch nie was von gehört. Und dann den Zandalari Dinosaurus. Okay. Interessant. Was habe ich denn bei Not Collected? Ist zum Beispiel nichts drin. Wahrscheinlich, weil ich aber bei den Fraktionen nur neutral drin habe. Allianz habe ich auch alles. Und der Horde, siehst du, da fehlt mir dann einiges. Also diese ganzen Hordenfraktionen kann ich noch holen. Das müsste ich dann aber auf dem Twink machen. Und hier oben, ach, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, ist übrigens immer eine Leiste, wo ihr seht, was habt ihr auf dem Charakter, was auf dem Account und was könnt ihr noch holen. Und die Sachen sind die quasi unobtainables. Also das ist absolut Maximum, dass ihr aber nicht mehr in der Lage seid zu holen. Das ist, was ihr noch holen könnt. Möglichst, wenn es hier so ausschattiert ist, dann halt mit dem Twink. Ne? Mit dem Main habe ich alles. Und das sind die Sachen, die ich mit dem Twink habe. Heißt, das ist mit dem Main. Das hier ist auf meinen Horden-Twinks. Das könnte ich mit den Horden-Twinks noch holen. Und das hier werde ich nie kriegen, weil die halt einfach weg sind. Ja? Das sind halt Sachen, die gibt es halt einfach nicht mehr. Rezepte sieht es halt ähnlich aus. Und hier kann man auch noch ein bisschen weiter unterteilen. Also wir sind jetzt hier im Not Collected Modus und jetzt kann ich mal zum Beispiel schauen, Shadowlands haben wir schon rausgenommen. Okay, also er speichert das auch immer ab. Ich glaube, ich klicke hier gerade mehr rum, als ich bis jetzt hier rumgeklickt habe tatsächlich. Also ich entdecke auch gerade ein paar Sachen. Und hier sind jetzt auch alle Sachen drin vom Account. Wenn ich jetzt aber sagen möchte, okay, ich möchte jetzt nur auf mein Main schauen, dann muss ich natürlich die Sachen rausnehmen, die ich auf dem Main nicht habe. Ich habe auf dem Main keine Alchi,
Blacksmithing ist Schmied, das habe ich. Kochen habe ich auch. Enchantment habe ich nicht. Ingi habe ich nicht. Herbalism habe ich nicht. Inschriftenkunde, Juwel. Lederer bin ich. Das nehmen wir raus. Das nehmen wir raus. Und das nehmen wir raus. Und dann seht ihr, haben wir jetzt hier einige Sachen, die anscheinend Horde-only sind. Oder Sachen, die rausgepatcht worden sind. Und jetzt haben wir hier mal Not Collected drin. Jetzt gehe ich mal ran und filter mal die Horde schon mal raus. Und dann sehe ich jetzt hier, was ich zum Beispiel noch theoretisch lernen könnte. Und zwar zeigt es mir hier tatsächlich an, dass ich nochmal eine Brust für den Schmied lernen kann. Okay, wusste ich jetzt nicht, dass ich da noch eine offen habe. Und dann den Rang 3 von einem Legion-Rezept. Ja, das weiß ich schon. Das ist eigentlich das Letzte, was ich dachte, was mir noch fehlt bei Schmiedekunst. Und zwar ist das, wenn ich ein RBG gewinnen kann, das quasi Rang 3-Rezept nochmal droppen. Mich wundert es gerade, dass ich hier noch ein Rezept habe anscheinend, das ich noch bekommen kann. Hat mir All the Things nicht angezeigt. Okay, muss ich mal gucken. Ne? Dann deckt man immer mal wieder was. Hier habe ich jetzt lauter Rezepte, wo dran steht Trainer. Die schätze ich mal aber, dass das Sachen sind, die man nicht wirklich lernen kann, weil hier steht überall 0% dran und ich habe eigentlich in-game alle Kochsachen. Also das kann sein, dass das, wenn dann Geschichten sind, die dann ein Lehrer an sich herstellen kann, oder das sind Sachen, die es nie im Spiel geschafft haben, das weiß ich jetzt leider auch nicht genau. Ne? Aber ihr könnt dann nicht nur den Main nachschauen, sondern ihr könnt theoretisch auch bei allen Twinks nachschauen und seht dann, was fehlt euch noch, um dementsprechend dann den Score beim Account Ranking hochzubekommen. Quests hat man hier dann auch. Da kann man dann auch noch ein paar Sachen nachgucken. Ihr seht hier, ich könnte maximal mit den Twinks 18.348 bekommen. Aber wenn wir, glaube ich, jetzt hier anfangen, wirklich alle Quests durchzuklicken, dann sind wir eine Weile unterwegs. Dann sieht man auch, was das für eine Quest ist, was man dafür braucht. Alchemie zum Beispiel, Skinning braucht man, Mining braucht man hierfür. Und dann sieht man auch, ob das Horde Allianz ist. Ne? Also wenn euch da noch was fehlt, könnt ihr hier euch ein bisschen durchklicken. Da muss ich aber sagen, wenn ihr das machen wollt, ist All the Things fast die bessere Alternative, weil da kriegt ihr dann noch zusätzliche Infos in-game. Aber hier über die Webseite könnt ihr es theoretisch auch machen. Und dann das Letzte, was wir noch haben, ist Toys. Da haben wir keine Möglichkeit, quasi das über die Seite hier anzeigen zu lassen. Da können wir dann das nächste Mal, vielleicht mache ich das nächste Video hier über eine Seite, die auch verlinkt ist, und zwar Simple Armory. Da können wir uns theoretisch noch Toys anschauen lassen. Das werden wir aber uns das nächste Mal anschauen im nächsten Video. Und da können wir theoretisch aus mit einem Add-on unsere Toys, die wir haben, hochladen. Und dann sehen wir relativ schön aufgedröselt, was uns noch fehlen würde. Aber wie gesagt, da das nicht aus einer Blizzard UI auslesbar ist, kann es auch die Seite nicht auslesen. Und hier ist es dann einfach nur, okay, er kann nur die Zahl auslesen. Und dann sagt er mir, okay, ich kann hier anscheinend mit Twinks noch ein paar mehr Toys holen. Ne? Also da wird es die Möglichkeit geben. Ihr seht, das ist schon schraffiert. Und ja, da hat man leider keine mehr Infos. Selbiges gilt dann auch hier für Appearance. Da seht ihr einfach nur, ich habe 26.765 und 56.734 Appearance gibt es. Und ich schätze mal, dass diese Zahl, 56.000, nicht ein Maximum ist, was man insgesamt kriegen kann, sondern ich vermute, dass das einfach die Zahl ist, die der Erste hat und dass die als Maximum hergenommen wird. Ja, genau so ist es. Ich vermute, dass der Gaulisch nicht jede Appearance im Spiel hat, sondern die Seite kann ja nur einfach hochzählen, die Anzahl, und das, was der Typ mit den meisten hat, wird halt als Maximum hergenommen. Ich denke mal, der wird auch noch nicht alles haben, oder ich hoffe es mal, ich will ihn irgendwann überholen, irgendwann, und da ja, arbeiten wir auf jeden Fall dran. Genau, jetzt müssten wir eigentlich soweit alle Sachen durch haben. Jetzt klicken wir mal nochmal, warte mal, gehen wir nochmal zweimal zurück. So, genau, hier sind wir am Ende angelangt. Das waren eigentlich so alle Sachen, die man gucken kann. Hier oben hat man übrigens nochmal den ja, Button, wo man seinen eigenen Char oder halt den Char, den man gerade anguckt, refreshen kann. Dann aktualisieren sich die Sachen. Ihr müsst aber ausloggen dazu, weil die Armory von WoW, wo die Daten rausgezogen werden, auch nur da immer resettet, wenn ihr mit dem Char ausloggt. Ne? Wenn ihr noch eingeloggt seid und einen Haufen Sachen gefarmt habt, das wird dann sonst nicht angezeigt. Und hier kann man noch einen Favorit setzen. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Vielleicht findet man dann die Chars ein bisschen schneller. Und ja, sonst hat man hier noch ein paar Verlinkungen auch zum Armory.
Dann zu Raider.io, zu WoW Progress, dann einmal zu den Warcraft-Logs und einmal zu den zu Simple Armory, was wir vorhin schon mal aufgemacht haben. Einige von diesen Seiten werden wir demnächst auch noch besprechen. Ich benutze viele Seiten und manche Seiten nur für ganz spezifische Sachen. Heißt, bei der einen Seite benutze ich das, bei der anderen Seite benutze ich das, bei der nächsten Seite benutze ich das und dementsprechend komme ich so immer relativ gut zurecht. Gut. Ich würde sagen, jetzt sind wir tatsächlich wesentlich länger, als ich eigentlich hier diese Übersicht machen wollte. Ich habe selber tatsächlich noch ein paar Sachen entdeckt, die jetzt wieder neu sind, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, beziehungsweise die ich noch gar nicht so angeguckt habe. Ich hoffe, für den einen oder anderen war das jetzt ein Überblick. Ich sehe gerade fast eine Dreiviertelstunde. Ich sollte eigentlich wollte so ein 5 bis 10 Minuten Video machen, hat mal wieder nicht geklappt. Aber zumindest ein guter Überblick, was die Seite kann. Vielleicht ist es für euch was. Schreibt mir gerne mal rein, ob ihr in irgendeinem Ranking richtig krass seid. Das würde mich auch interessieren. Seid ihr irgendwo besser als ich? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns die nächsten Tage in dieser Videoreihe auch noch andere Seiten an. Simple Armory ist auf jeden Fall eine von denen, die wir beleuchten werden. Und ja, wenn ihr Vorschläge habt, was für Seiten ihr benutzt und sagt, hey Taylor, schau dir die mal an oder stell die vielleicht sogar auch vor, schreibt das gerne auch in die Kommentare. Ich verabschiede mich jetzt hier. Dreiviertel Stunde haben wir voll gemacht. Euer Taylor, bis zum nächsten Mal. Ciao.